Ja, ich wollte hier nochmal den Unterschied erklären zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten. Ich habe jetzt hier eine sehr reduzierte Kontenübersicht. Ich habe hier vier Geschäftsfälle und zwei davon beziehen sich auf Forderungen und Verbindlichkeiten. Schauen wir uns mal den ersten Fall an, Verkauf von Waren bar. Da kann man sich vorstellen, man steht in seinem Laden, verkauft was. Buchungssatz wäre Kasse an Waren. Verbuchen müsste man es also dann so in der Kasse, da kommen die 200 Euro rein. Und bei den Waren, da kommen die 200 Euro raus, haben wir ja verkauft. So, jetzt sieht es aber so aus, Verkauf von Waren auf Ziel. Hier kann man sich vorstellen, man verschickt die Waren per Post. Der Postbote gibt einem nicht das Geld, sondern man muss warten, bis man vom Kunden das Geld bekommt. Das heißt, wir haben ein Zahlungsziel irgendwann in der Zukunft. Der Buchungssatz würde hier dann lauten: Forderungen an Waren. Ja, ich habe also eine Forderung gegenüber dem Kunden, nämlich dass er noch bezahlt. Ja, und das wäre der zweite Buchungssatz, also diese Forderungen. Das ist ja schon ein Betrag, den ich irgendwann mal bekomme. Und der muss entsprechend hier noch entsprechend eingefordert werden. So, jetzt kommt dann natürlich zweitens hier noch die 300 Euro hin, weil die ja nicht mehr im Warenlager sind. Ist. So, dann. Der dritte Fall, wir bekommen Waren geliefert und bezahlen bar. Also, Warenkonto mehrt sich an Kasse. Kasse wird weniger. Also, Warenkonto, dritter Fall, 400 Euro mehrt sich. Und aus der Kasse nehmen wir die 400 Euro raus, um entsprechend zu bezahlen. So, und der letzte Fall, der sieht dann so aus, wir bekommen Waren geliefert und bei uns steht auch niemand beim Wareneingang mit einer großen Geldkassette da. Das heißt, in dieser Warensendung liegt eine Rechnung drin und wir werden diese Rechnung dann irgendwann mal bezahlen oder überweisen müssen und deshalb haben wir die jetzt also noch nicht bezahlt und deshalb lautet dieser Buchungssatz Waren an Verbindlichkeiten. Ja, also ich gehe eine Verbindlichkeit ein gegenüber dem Lieferer, ihm seine Ware irgendwann noch einmal zu bezahlen. Natürlich hat er ein bestimmtes Zahlungsziel vorgegeben. Also da steht dann auf der Rechnung zahlbar innerhalb von 2 Wochen mit Konto oder ohne Abzüge. Und in die Konten müssen wir das dann entsprechend so verbuchen. Hier haben wir also noch die 500 Euro für den Wareneingang. Und da wir das ja noch nicht bezahlt haben, sonst könnten wir es also mit dem Kassekonto oder Bankkonto bezahlen, haben wir hier eine Erhöhung unserer Schulden, unserer Verbindlichkeiten um 500 Euro. Okay, und die ganzen Kontenabschlüsse, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf.